Machen wir hier das mal weg. Mal gucken, was passiert. Aber das werden wir jetzt nicht sehen. Denn er ist der Anführer. Ja, bei ihm können wir das erst sehen. Wenn er wieder zurück ist, oder? Haben wir hier einen... Muss da jemand sein, der das hier abholt. Die würden dann hier fahren. Mal sehen, wer Nummer 1 ist. Den verfolgen wir jetzt auf jeden Fall Schritt auf Tritt. Ich möchte sehen, ob das klappt oder nicht. Kann ja nicht sein, bei dieser 50-50-Aktion. Da ist Nummer 1. Du lädst jetzt bitte nur 6 auf. Gut. Und wir fahren jetzt und holen uns Stahl. Los. Stahl brauchen wir noch. Fünfmal Stahl lädst bitte gleich auf. Dann weiß ich, dass alles funktioniert. Möchte ich irgendwie markieren? Ja, ich möchte, dass das da bleibt. Ja. Wir haben hier nämlich fast nichts mehr. Bedeutet, dass hier auf jeden Fall was benötigt wird. Und das wirst du uns bringen. Nicht nur das Holz, sondern auch Stahl. Gleichzeitig. Müsste doch eigentlich funktionieren. Oder kannst du nur ein Gut gleichzeitig transportieren? Du kannst nur ein Gut transportieren, ne? Alles klar, gut. Es kann nur ein Gut transportieren. Dann hätten wir das auch geklärt. Dann müssen wir hier... die Abzweigung ja gar nicht nehmen. Hier kannst du 100% laden. Was Lukov nicht mehr halten. Unter Pevnitz und dann zur Parkstraße. Können wir immer noch machen. Ja, hier entdeckst du das zwar nicht mehr. Aber das ist okay. Dann brauchen wir halt eine neue Linie von... hier nach hier. Die haben dann aber einen längeren Weg. Dann machen wir das doch so. Genau das. Ja, nicht zur Ulanstraße. Hier in die Stadt rein. Parkstraße, genau. So. Du lädst dir gar nichts und entlädst nämlich das. So, unter Pevnitz, da lädst du nämlich das und du entlädst das und hier oben lädst du dieses zu 100%. Hier lädst du, entlädst du und hier entlädst du das. Okay, so funktioniert's. Ups, wir haben es falsch genannt. Wir müssen es Pevnitz Stahl nennen und nicht Stahl Pevnitz. So. Und dann können wir das hier eigentlich umändern. Parkstraße brauchen wir nicht mehr. Lädst du mich nicht mehr, nur entladen, bitte. Gut. Dann, das ist nämlich schon ein langer Weg genug und dann der bringt es zur Stadt. So dürfte das dann schlussendlich funktionieren. Hoffentlich. 96 im Lager, aber nichts anderes.
Wir brauchen natürlich noch Fahrzeuge. So. Schwärmt aus. Und in der Zwischenzeit könnten wir uns mal ranmachen, während sich das einpendelt, ob wir nicht hier unten auch schon das Feld vom Bauern beackern. Wo war das jetzt nochmal genau? Hier unten auf jeden Fall in Richtung Kakao. Hier ist die Bäckerei, die Lebensmittelfabrik. Hier ist das Feld. Das kriegen wir aber jetzt auf die Schnelle auf jeden Fall noch aufgestellt. So. Und logischerweise hier unten. Müssen wir auch noch die Cargo wieder dranhängen. So, hier oben natürlich auch. So. Eine neue Linie. Zu wem grenzt die denn auch an? Zu Kutzenhausen, alles klar. So. Dann ist das Lebensmittel. Na, Kutzenhausen Lebensmittel, so. Da brauchen wir dann auch ein paar LKW. Hier unten kriegen wir die her. Direkt 20 ran da. Kutzenhausen. So. Die können schon mal ausschwärmen. Und wie funktioniert das jetzt mit dem Flughafen? Wir brauchen dann ja erstmal einen Flughafen. Haben wir denn schon große? Das wäre eine gute Frage, oder? Ob wir schon... Ob wir schon einen großen Flughafen... Also, wir brauchen ja... Hier oben noch Lebensmittel. Gehört hat schon. Also ein Flughafen, der ist ja nichts Verkehrtes, den hier zu haben. Im schlimmsten Fall, im besten Fall eigentlich auch mit Anbindung ans Schienennetz. Obwohl, das ist unnötig. Ein großer? Ja, komm. Wir scheuen hier keine Kosten. Obwohl, was kostet der? Kann man das sehen? Egal. Wir wollen ja ausprobieren jetzt auch mal. Den setzen wir hier direkt dran an die Bäckerei. Also direkt neben der Bäckerei. Guten Tag, wir bauen hier Ihren Flughafen hin. Damit wir sofort... Damit wir sofort ihr Brot wegfliegen können. So, gucken wir mal. Man kann es sogar noch konfigurieren, krass. Brauchen wir jetzt, glaube ich, aber nicht. Wie kaufe ich denn Flugzeuge? Ach, hier. Für Cargo? Oh, haben wir schon so einige große. So, wie viel kannst du denn mitnehmen?
24, drei Abteile. Wie schnell fliegst du? Höchstgeschwindigkeit 540. Du bist schneller. Dann nehmen wir den doch, oder? Ne, den nicht. Den da drunter. Hier den. Der ist schneller als der da unten. Und hat mehr Abteile. So, mit 27 bin ich jetzt gespannt, ob damit das mal 3 gemeint ist oder nicht. So, dann wird wohl Pervyniz die erste Stadt sein, die einen Flughafen hat. Nämlich einen Güterflughafen. Einen riesigen, der so groß ist wie die Stadt. Gut. Hier oben werden Lebensmittel gebraucht. Der Flughafen ist einfach verdammt nochmal so groß wie die Stadt. Kann man das auch irgendwie weiter runtersetzen? Denn das sieht ziemlich komisch so aus. Der Flughafen sieht hier überall komisch aus, egal wo ich den hinsetzen möchte. Super strange. So. Auch wenn es super verrückt aussieht. Hier steht er nun. Landstraße? Ne, Landstraße wollen wir nicht. Wir wollen Innenstadt. Frage ist, ob allein hierdurch genug getroffen sind. Oder ob wir das noch in die Stadt liefern müssen. Das werden wir ausprobieren. Denn wir machen jetzt erstmal eine neue Linie. Und zwar von hier unten. Nein, nicht von hier, das wäre eine Mini-Strecke. Von hier nach hier oben. Ja. Der fliegt natürlich immer vollgeladen. Das steht schon mal fest. So. Dann bin ich mal gespannt. Auf unsere Linie müssen natürlich jetzt noch das Flugzeug. Welches wir hier im Hangar stehen haben. So, da kommt es auch schon raus. Mal gucken, wo es beladen wird. Ihr fährt jetzt zum Cargo.
Achso, wahrscheinlich könnten wir den rein theoretisch auch benutzen, um Menschen zu transportieren. Aber hier passen auch nur 27 rein, sehen wir jetzt gerade. Hier muss natürlich erstmal produziert werden, damit das alles klappt. Ob es alles funktioniert, sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Bin wirklich gespannt, ob das mit dem Transport sich lohnt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao. Kakao.